Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play TrainViewer. So. Ich habe aus Versehen schon ein bisschen Play gedrückt, jetzt ist der erste Zug schon weg. Das wollte ich gar nicht. Jetzt müssen wir uns halt die zweite Dampflok hier mal angucken. Gleich, wenn er oben durch ist, müsste das funktionieren. Genau. Und dann müssen wir halt mal hier eine Runde mitfahren. Also hier oben habe ich noch was anderes offen. Und ich denke mal, die Wagen sind ein bisschen realistischer als auf deiner letzten Strecke mit diesen Dostos, mit den DR-Dostos. Das war ein bisschen unrealistisch, kann man es so ausdrücken? Ich denke schon. Aber das hier ist Realismus pur, die dazu. Ah, der kann ich gar nicht halten, der ist gar kein Bahnsteig. Ach so. Und das ist so ein Pescher auch. Drücken wir mal ein bisschen schneller durch den Tunnel. Das wird ja keiner sehen. Liest ja eh nichts. Was sieht schon schön aus. Wie sich ein Berg hoch arbeitet. Langsam, aber sicher. Hier wird es denn schön aussehen. Ja, warten wir es mal. Boah, und Thumbnail. Hinten ein Dampf, ne? Schwarzer Rauch steigt auf. Ich würde hier generell so ein richtiges Museumsviertel machen. Vielleicht auch noch einen kleinen Abzweig in eine andere Richtung. Zug in der Zukunft. Guck mal, das ist. Da ruckelt es genau an der Stelle, wo man ein Thumbnail braucht eigentlich. So soll es doch sein. Was haben wir denn für einen Takt auf der Strecke? Nur mal so rein Interesse. 5 Minuten, vielleicht warten wir noch mit. Ich würde hier trotzdem den automatischen Fahrzeugersitz einstellen, nicht dass die Fahrzeuge irgendwann zu teuer wären. 1, 2, 3, 4, 5. Wie alt könnt ihr werden? 30 Jahre? 35, ja gut. Haben wir zumindest einen Fahrzeugersatz, da werden die ausgetauscht, wenn es sein muss. Das ist gar nicht mal so verkehrt, denke ich jetzt mal. Wo ist der andere Zug gerade? Müsste das da vorne irgendwo erst noch sein, oder ist das schon weiter weg? Nee, da ist da unten schon. Oh. Wie traurig. Das ist größter Realismus, die Brücke hier. Oh ja, mit den Felsen. Oh, das sieht doch geil aus. Da haben wir uns doch wieder selbst übertroffen. Guck mal, die schöne Aussicht hier runter zu. Das sieht auch schön aus. Das sieht alles schön aus. Aber ich glaube, diesmal haben wir keine Begegnung mit ICE bekommen. Apropos ICE. Wir sind schon im Jahr 2040 und wir haben bis jetzt nur eine ICE-Strecke. Beim letzten Mal haben wir da schon hier, weiß ich, alles gebaut. Eine ICE-Strecke haben wir auch noch keine. Das ist, glaube ich, unser nächstes Projekt jetzt. Nachdem wir jetzt so gut wie jede Stadt eigentlich umgebaut haben, müssten wir jetzt eigentlich auf ICE und ICE nochmal ein paar Direktverbindungen zwischen den Städten herstellen. Damit können wir also demnächst anfangen. Ach hier, die Strecke ist ganz schön lang, ne? Vielleicht setzen wir da hier mal noch ein Signal dazwischen.
Unten sind wir so nah an der Moderne dran, mit Straßenbahn. Sowas würde ich ja gerne haben, eigentlich eine Überlandstraßenbahn, die richtig auf das Bahnnetz mit drauf fahren können. Die wir unten fahren lassen können und dann richtig auf die Schiene. So wie es bei einer Museumsbahn ist, gibt es ja in Nordhausen ist das auch so, wo auch so eine Straßenbahn halt mit aufs das Netz zur Harzer Schmalspurbahn drauf fährt. Das wäre schön. So, durch den Tunnel wollen wir uns das Ganze natürlich nicht angucken. Ah, jetzt haben wir gar keine Begegnung. Schade. Vielleicht machen wir das Signal doch wieder weg. Ah, doch, wir machen das wieder weg. Weil so können wir nämlich... Ja, schön warten. Wir machen keinen Bahnübergang, also nicht mit Schranken, das ist unrealistisch. Was unrealistisch ist, ist das ja eigentlich. Oh, guck mal, jetzt kommt sogar ein anderer Zug angefahren. 124 warten hier. Wie können denn in den Zug mitfahren eigentlich? Oh, das reicht. Ja, ist ja klar, in unserer Museumsbahn will wieder keiner mit. Typisch. Man braucht ab und zu mal so eine Begegnung hier. Jetzt will ich sehen, ob der Zug voll wird. Und wo die ganzen Leute hingehen, die müssen doch alle zur Straßenbahn. Wenn hier fast 167 Leute aussteigen, das ist schon ganz schön viel. Wie lange der Zug dann an den Bahnhöfen immer steht, kein Wunder, dass die nicht vorankommen. Da steht er einfach stundenlang hier. Und nur ein Zentimeter voranzukommen. Selbst der Güterzug ist schneller wieder weg. Ja, hinterzu laufen einige. Warum das? Geht da keine Strecke hin? Ja, dann sollen sie dort hinlaufen. Ich biete ihnen an, dass sie mitfahren und wenn sie es nicht annehmen, ist nicht mein Problem. Wirklich fährt er noch einer so rum. Auch so rum ist eingestellt. Das heißt, wir werden bestimmt noch ein bisschen älter sein, die Fahrzeuge. Ja. Sieht es denn generell eigentlich aus mit... mit dem Alter der Fahrzeuge. Plauen habe ich anscheinend lange nichts gemacht. Huspirna? Hier ist Pirna. Und die ältesten Fahrzeuge von Plauen. Hier ist Plauen, na gut. Ja, das sind wirklich schon noch. Im Gegensatz zu anderen Strecken sind es schon noch ein paar ältere Fahrzeuge, die hier fahren. Aber darum kümmern wir uns jetzt nicht. Wir wollen ja jetzt als nächstes mal ein bisschen Schnellzüge bauen. Zum Beispiel auch schon den lang geplanten Intercity-Anschluss hier hinten. Wie fährt denn der Zug eigentlich?
gerade gut. Dann lassen wir das so. Wie sieht die Strecke nach Greiz aus? Haben die sich mittlerweile daran gewöhnt, dass sie jetzt mit dem Zug fahren müssen? Ich denke schon. Ich denke schon. Wie sieht Stralsund aus mit ihren beidseitigen anhaltenden Zügen? Das sieht nicht so gut aus. Schade eigentlich. Ich dachte, der wird sich besser machen. Ach du Scheiße, was fährt denn hier noch? Ölneubrandenburg können wir bestimmt mal hier Fahrzeugersatz einstellen, da wird sich nichts mehr ändern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr schön. Ne, habe ich es gerade eingestellt. Ja. Gut, das war's dann für die Folge. Ich mache jetzt erstmal ein kurzes Aufnahmepäuschen, denke ich mal. Und dann werde ich sehen, wo wir jetzt ICE-Strecke hinbauen. Oder IC, sowas. Also bis morgen.